Also Türme aufbauen, neue Türme bauen, Türme erforschen, Roboter bauen, Roboter erforschen, mehr Solar Panels und Akkus bauen und was war noch? Braune Chips. Ja, braune Chips sind, glaube ich, echt mit am wichtigsten. Das ist gerade ein Bottleneck, das ist nicht so schön. Aber ich crafte gerade nichts, also crafte doch bitte mal Dinge. Da, tolle Fabriken bauen wir immer. Ding, 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 ding. So. Das wird hinten und vorne nicht reichen. Aber wenigstens schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Ding, ding. Die Berserker sind ja schon da. Die machten, glaube ich, aber nur mehr Schaden. Oder hielten die auch gleich wesentlich mehr aus. Das Problem ist nämlich, sobald die Gegner zu viel aushalten, schaffen unsere Türme, weil das ja immer nur ein paar sind, die schießen können. Also ich glaube, 8 oder so. Je nachdem, wie sie stehen. Achso, hier war alles ein bisschen komisch. Genau, weil nur 8 Türme schießen können. Dann schaffen die Türme das nicht schnell genug, die Gegner zu töten. Bevor die Mauern kaputt sind. Da es halt noch Stein- und Sandmauern sind. Naja, deswegen so wichtig, dass wir in Richtung Topaz-Türme kommen. Aber das wird nichts. Das kann ich jetzt schon sagen. Warum sehe ich hier nicht Laser Turrets 3? Oh, nee. Jetzt sag mir nicht, dass wir für Laser Turrets 3 keinen Laser Turret 2 gebraucht hätten. Das ist ärgerlich. Ja, ich sehe nur Laser Turret 2. Ich sehe keinen Laser Turret 3. ETF? Aber ich hatte vorhin Laser Turret 3 gesehen. Irgendwo hier. Doch, war ich mir relativ sicher. Da hatte ich mich auch schon gewundert, hä, warum kann ich jetzt das erforschen und das dann nicht? Aber es war andersrum. Ich konnte 3 erforschen, nur 2 noch nicht. Für 2 fehlte mir Tungsten. Also muss ich jetzt das finden, was wir vorher erforscht hatten? WTF. Schon erforschte Sachen. Okay, ich gucke jetzt hier bei Laser Turrets. Man braucht kein Laser Turret 1, um Laser Turret 2 zu machen. Massiv verwirrt. Doch, man braucht 1, um 2 zu machen. Ich lasse es mal durchschicken, das klappt schon irgendwann. Ich weiß nur, dass es ziemlich, ziemlich teuer wird. Und wir haben jetzt ja schon, glaube ich, die ersten Lila-Tränke verbraucht. Das heißt, wir haben kaum noch welche im System. Also ich habe jetzt zwar recht viele von den Knügeln da eingesammelt, aber das sind halt nur jetzt 8 Alien-Artefakte. Das heißt 80 blaue Tränke. Das ist nicht gerade viel. Aber gut. Genau, Türme aufbauen, neue Türme bauen, braune Chips. Braune Chips dürfte eigentlich recht einfach sein. Ich nehme jetzt einfach ein Blueprint. Oh Mann, neues. So. Ich nehme einfach ein Blueprint hiervon, von dieser kleinen Mini-Anlage. Bloop. Das heißt, ich muss aber auch die Ärmchen irgendwo ins System schmeißen. Na gut, ich nehme das hier und setze es einfach irgendwo anders hin. Zum Bleistift. Ja. Wie war das mit dem Platzproblem? Wir haben kein Platzproblem. Na gut, dann setze ich es einfach hier. Es passt. Hey, das passt sogar. Da. Das heißt, wir haben jetzt hier so einen kleinen Abstandshalter für die Flüssigkeitsgeschichten. Aber hier können wir wieder mit Fabriken anfangen. Das spricht nichts gegen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann tun wir hier in die Kiste bitte die Fabrik rein, damit denn die Fabriken rausgenommen werden können und dahingesetzt werden. Richtig. Und es fehlen jetzt nur noch die lila Ärmchen. Davon habe ich allerdings nur einen. Das heißt, wir bräuchten noch ein lila Ärmchen für da. Das kann ich aber nicht, weil ich diese Titanium Kugellager nicht hab. Und die habe ich nicht, weil Titanium-Kugeln fehlen, die wir gar nicht automatisiert haben. ETF. Okay. Dann baue ich das mal hier hin. Aber nicht in der ganz schnellen Fabrik kommen. Bau. Das müsste übrigens auch noch recht hoch auf die Prioritätenliste. Fabriken, die Fabriken bauen. Und zwar alle unterschiedlichen Stufen.
Das ist nicht doch ein wenig lästig jetzt so gerade. So, bau dich mal dahin und du stellst bitte die Tarnbälle her. Die da. Wobei ich mir einigermaßen sicher war, dass ich das schon gemacht hätte. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber gut, du brauchst nur eine blaue Kiste. Du brauchst keine rote. Und du hättest gerne Titan. Titan und davon aber auch nur so 10 Stück oder so. Und das wird da befüllt und dich begrenzen wir mal auf 2 Stacks. Brrrt. Oh, und wir haben Roboter, die nichts zu tun haben. Das ist sehr, sehr schön. Da hatte ich mir ein bisschen Gedanken gemacht zwischen der letzten Folge und dieser. Da ist ja doch durchgehend alles ausgelastet war, obwohl wir diese Kohlegeschichte abgeklemmt haben und so weiter. Ja. Na gut, so, was fehlt dir jetzt noch? Dir fehlt eine blaue Kiste, die nicht übernommen wurde. Achso, stimmt, weil wir die Fabrik ja auch noch hatten. Okay, du brauchst also jetzt nur noch die braunen Bretter. Theoretisch könnte ich jetzt doch auch noch eine Fabrik hinhauen, oder? Nee, passt nicht wegen den Sachen da. Okay, dann hättest du gerne einfach nur die braunen Bretter. Braune... Die da. Jo, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, jetzt haben wir schon mal 2 Fabriken davon. Das müssen wir jetzt eine Weile im Auge behalten. Und wenn die nicht reichen, dann bauen wir einfach nochmal so ein Ding dahin. So, Strom. Sieht hier gut aus. Das heißt, ich kümmere mich jetzt um das da setzen, das da setzen, das da setzen. Ich hatte so schön viele Sachen aufgelistet gehabt am Anfang. Genau, mehr Türme bauen. Das sind noch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 von den Türmen, die ich brauche. Also von den hier. Dafür brauche ich nur blaue Knödel. Blaue Knödel, dafür müsste ich jetzt einen Außenposten bauen. Und für einen Außenposten bräuchte ich... Türme. Ja. Okay. Ich baue einfach einen Außenposten, der eventuell zerstört werden könnte. Das ist dann okay. Hallo Jungs. Bye bye Jungs. Ganz schön Schaden gemacht. Waren das Berserkerbeiter oder sowas? Ja, komisch. Ja, genau, hier Uni kommt, das hätte ich gerne. Da haben wir sogar schon eine Stromversorgung hin, das ist super. Das heißt, du machst bitte mal hier so ein super Licht. Bam. Und dann hätten wir gerne ganz viele Türme. So, erstmal brauchen wir ein besseres... bessere Abdeckung. So. So, da oben werden wir angegriffen. Es fehlen ganz viele Sachen, aber das ist okay. Lasertürme. Das sollte reichen. So. Die Roboter sollte ich auch demnächst freilassen. Bauen wir mehr davon, dass die alten alle verbraucht werden. Und dann einfach eine Stahlkiste. Und 2 davon. Genau. Die Kiste lassen wir jetzt einmal voll laufen und dann ist gut. Dann müssten wir wieder genug Unicomp haben, um die ganzen Yuki-Sachen zu bauen. Und wir brauchten auch die Unicomp-Sachen und nicht die Charge-Sachen, richtig? Ich glaube schon. Okay. So, ich crafte wieder nichts. Das ist nicht gut. Also crafte bitte... Photonic Replicator. Brauchen wir vielleicht jetzt nicht unbedingt, weil mit Eisen und Kupfer sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Richtig. Richtig. Aber in der Zukunft wird sich das ändern. Und dann brauchen wir die Photonic Replicator, um die dann MK4 Replicator bauen zu können. Also schadet es nicht, die jetzt zu bauen. Oh, mehr. So. Was mit euch? Schon wieder kistenweise Kohle. Die sind hier überall verteilt. Mein Gott. Landfill wird langsam mehr. Das ist gut. Brich die mal ganz kurz ab und bau Water Begone. Und dann bereiten wir hier schon mal vor, dass wir die Mauer weiterbauen können. Also hier gerade runter. Und dann alles, was zwischen diesem Strich hier ist und dem Strich rechts von uns, wird dann wieder aufgefüllt. Mit eben so Water Begone. So, das hier. Blub.
Sehr schön. Haben wir genug Dingens für das hier auch? Blub. Sehr schön. Ich hätte vielleicht vorher die Mauern bauen sollen. Einmal runterziehen, bitte. Aber die werden eh nicht hier so wirklich rumlaufen, oder? Ja, sollte okay sein. Dann. Tipp. Tipp. Dass ich jetzt hier erstmal wieder die alten Türme hin, damit überhaupt irgendeine Verteidigung da ist. Was? Haben wir keinen Strom? Ist ja alles angebunden. Ach nee, ist es nicht. Ja. Ich hatte vor einer Weile das getestet gehabt, ob die Substations jetzt so funktionieren, wie ich denke, oder anders. Und sie funktionieren anders. Also so wie sie auch funktionieren sollten. Das heißt, sie liefern nur Strom und bekommen auch. Nee, sie bekommen nur Strom, wenn sie angebunden sind. Nee, auch nicht. WTF? Ah, okay, jetzt habe ich's. Sie brauchen keine Stromverbindung, also Kabelverbindung, weder zum Einfüllen von Strom noch vom Liefern von ihrem Strom woanders hin. Aber das hier unten ist ja nicht mehr im Dingensbereich. Das heißt, es muss hier eine Leitung bestehen. Dass wenn ich den da jetzt kappe, haben die hier zwar Strom, aber der da unten nicht. Wenn ich jetzt den hier kappe, haben die da unten Strom, weil der Pfosten, der jetzt noch im Einzugsbereich ist von dem Auxfield, der bekommt ja Strom vom Auxfield. Und der ist dann verbunden mit dem. Und so kriegen die da unten Strom. Das heißt, hier oben brauche ich überall nichts, aber sobald wir in den Randbereich kommen, wo keine Abdeckung ist, da bräuchten wir eine richtige Verbindung. Einfach nur der Optiker macht das hier wieder hin. Gut. Die dann freilassen. So. Ja. Ich glaube, ich laufe jetzt schon nach oben, hole das erste Unicom-Zeug ab. Das wird ja relativ schnell abgebaut. Das schmeiße ich dann einfach ins System. Es müsste ja automatisch dann da hinten runtersortiert werden. Und zerlegt. Wobei ich überprüfen muss, was genau gerade produziert wird. Es gibt ja mehrere Wege, die das Pulver gehen kann. Je nachdem, was ich gerade herstellen möchte. Und ich... Ich weiß gerade gar nicht, was ich genau brauche. Ich glaube, ich brauche Hälfte von diesen orangenen Blöcken, die durch das Einschmelzen entstehen. Und die andere Hälfte direkt blauen Blöcke. Ja, ist ein guter Anfang. Okay, Forschung zieht sich. Sollte ich gleich mal gucken, woran das liegt. Rote Tränke sind okay, grüne Tränke sehe ich ganz, ganz unten. Hellblaue Tränke sehe ich gar nicht. Ja, wir brauchen noch eine zweite Fabrik für hellblaue Tränke. Oder mangelt es hier an irgendetwas gerade? Nö, nur an Geschwindigkeit, das ist okay. Wir haben genug weiße Chips, wir haben immer noch nicht genug braune Chips. Also bräuchte ich eventuell eine dritte Fabrik. Das wundert mich jetzt ein wenig. Okay. Na, wobei gar nicht. Also eventuell stellen wir schon genug braune Chips her, aber wir sind gerade noch in der Phase, wo erstmal alle Kisten gefüllt werden müssen. Das heißt, ich sollte noch ein bisschen warten, bevor ich jetzt irgendwie was aufbaue. Dann setz dich mal dahin. So, und ich wollte das Unicom-Zeug eigentlich in die Kiste schmeißen, aber na gut. Dann liefere ich es halt selber aus, was soll's. Blaues Zeug kommt hier rein. Das sind Charge Chunks. Hier unten kommen die blauen rein. Zack. So, momentan stellst du blaue Blöcke her. Das ist gut. Ich brauche aber auch das da. Können wir so Hälfte-Hälfte machen? Scheint zu funktionieren. Also einmal nimmt der das für da und einer nimmt der das für die Kiste. Immer abwechselnd. Ja, super. Genau so wollte ich das. Dankeschön. Damit. Läuft das hier überhaupt noch? Ja. Können wir aber nicht wegschmeißen. Ich überlege gerade, was ich jetzt als nächstes bauen soll. Hellblauer Trank, richtig? Ja. Kopier mal. Mach das mal leer. Kopier mal das ganze Ding hier. Achso, warte.
Wir haben genug grüne Ärmchen, richtig. Machen wir 3 Stacks hiervon. Dass wir da einen schönen Puffer von haben. Und du kannst auch ruhig ein bisschen schneller arbeiten. So. Jetzt mache ich hiervon eine Kopie. Und setze es irgendwo anders hin. Dum, 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 dum. Oh, wir haben jetzt unten die richtige Höhe schon, oder? Was ich mit richtiger Höhe meine, ist, da unten ist jetzt die unterste rechte Ecke von unserer Basis. Das heißt, ich könnte jetzt hier anfangen mit den Fabriken bauen und die Fabriken wären schon an der richtigen Stelle. Worauf muss ich da nur achten? Theoretisch müsste ich mich an den Poles orientieren, solange sie noch da sind. Ja, okay. Mach erstmal hier Platz nach oben. Damit ich das dazwischen hier und rechts füllen kann, um die ersten Fabriken zu setzen. Wobei, das sollte eigentlich... Eigentlich sollten da auch wieder die Akkus und so weiter hin. Aber ich hatte mich ja schon dafür entschieden, dass wir das nur bis hier machen. Wobei das nur ein Kompromiss ist. Eigentlich würde ich das wirklich ganz gerne einmal außenrum machen, aber dann müssten wir das Kohlefeld irgendwie anders regeln. Weil die Kohle müsste die Basis nach Westen erweitern, das ist viel zu viel Arbeit. Grummelkrumpf. Nee, gut, das ist alles eher optische Sachen, das lasse ich jetzt auch. Auch in den Fabriken da unten lasse ich das erstmal. Oh, was ist hier los? Achso, ist einfach nur leer. Es regnet nämlich schon wieder. Apropos Regen, gib mir mal die ganzen Solarpanels. Wenn wir sie schon nicht... Ah doch, warte mal. Wir können einfach abreißen. Also wenn das Upgrade-Ding hier schon nicht so funktioniert, dann können wir doch einfach... Ich habe doch irgendwo einen kompletten Satz gelbe Solarpanels. Nö. Sehr komisch, okay. Mach bitte... Dich weg und dich. Okay. Und leg den hier unten hin. So, und leg dich dahin. Dann warten wir kurz, bis sie da sind. Und replizieren die dann. Und währenddessen können die hier schon mal weg. Die da schon mal weg.